In der Fußball-Bundesliga kommt es am Abend zum Showdown zwischen Meister Bayern München und Tabellenführer Borussia Dortmund. In der 2. Liga greift der FC Ingolstadt im Endspiel beim MSV Duisburg nach dem letzten Strohhalm. Die Damen des Dresdner SC wollen ab 16 Uhr gegen Aachen gewinnen und ins Volleyball-Halbfinale einziehen. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert. BVB Shop ohne Alcacer und Guerrero nach München. Hiobs Botschaft für Borussia Dortmund vor dem Topspiel in München. Flügelspieler Rafael Guerrero fliegt nicht mit, auch Stürmer Paco Alcacer fehlt. Zum Bericht Eberl auf Nachfolgersuche. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl ist offenbar auf der Suche nach seinem eigenen Nachfolger. Dabei hat er einen engen Freund ins Auge gefasst. Jonas Bolt ist auch im Rennen und nicht abgeneigt. Zum Bericht Mainz nimmt Freiburg auseinander. Nach 4 Niederlagen in Folge meldet sich der FSV Mainz 05 mit einer Torgala zurück. Freiburg muss nach dem Remis gegen den FC Bayern 5 Gegentore hinnehmen. Zum Bericht Selle rettet Liverpool spät im Rennen um die Meisterschaft in der Premier League, verlangt Southampton dem FC Liverpool alles ab. Mohamed Selle und Jordan Henderson erlösen die Reds spät. Zum Bericht Regensburg dreht Partie, Bielefeld gewinnt, die Klos-Serie von 3 Spielen beendet. Der SSV Jahn Regensburg gewinnt gegen den VfL Bochum und knackt bereits am 28. Spieltag die 40-Punkte-Marke. Zum Bericht Erzgebirge Aue kann seinen Negativtrend auch gegen Bielefeld nicht stoppen und kassiert die 3. Niederlage in Folge. Ein Blitztor bringt die Gastgeber auf die Siegerstraße. Zum Bericht Augsburg schockt München, Adler souverän. Die Augsburger Panther melden sich in der Halbfinalserie gegen den EHC Red Bull München zurück. Leblongs wird zum Matchwinner. Die Kölner Haie verlieren erneut gegen souveräne Adler. Zum Bericht Leclerc fuhr mit defektem Auto. Ferrari teilt mit, dass Charles Leclerc in Bahrain am Ende des Rennens nur auf 5 Zylinder gefahren sei. Einen Grund nennt der Rennstall auch. Zum Bericht Kerber in Monterrey im Halbfinale. Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Monterrey, Mexiko souverän das Halbfinale erreicht. Die topgesetzte Kiel Erin gewann im Viertelfinale gegen Kirsten Flipkens. Im Halbfinale bekommt es Kerber mit der früheren Weltranglisten-Ersten Viktoria Azarenka zu tun. Zum Bericht Nowitzki verliert, weiterer Meilenstein greifbar. Dirk Nowitzki hat in seinem womöglich vorletzten Heimspiel mit den Dallas Mavericks eine Niederlage einstecken müssen. Auch eine starke Leistung des Deutschen mit 12 Punkten und 7 Rebounds konnte das 112:122 gegen die Memphis Grizzlies nicht verhindern. Zum Bericht Holzer mit erstem Tor seit 2 Jahren. Corbinian Holzer hat in der NHL ein seltenes Erfolgserlebnis gefeiert. Der 31 Jahre alte Verteidiger brachte die Anaheim Ducks beim 5:2 gegen die Los Angeles Kings mit dem zwischenzeitlichen 2:1 31. auf die Siegerstraße. Es war das erste NHL-Tor Holzers seit fast genau 2 Jahren und das 5. überhaupt. Zum Bericht, das passiert heute. 2. Bundesliga, FCI mit letzter Zins in Duisburg, kommt es zum Abstiegskrimi zwischen dem MSV und dem FC Ingolstadt. Wollen die Oberbayern noch eine realistische Chance auf den Klassenverbleib haben, muss ein Sieg her. 2. Bundesliga, MSV Duisburg, FC Ingolstadt ab 13 Uhr im Live-Ticker. Bundesliga-Abstiegsendspiel in Stuttgart. Der VfB Stuttgart empfängt im Abstiegsendspiel den ersten FC Nürnberg. Beide Mannschaften sind zum Siegen verdammt.
Bundesliga, VfB Stuttgart 1. FC Nürnberg ab 15.30 Uhr im Live-Ticker. Außerdem will Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig mit einem Sieg den Traum von Europa am Leben halten. Bundesliga, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig ab 15.30 Uhr im Live-Ticker. Bundesliga, Titelduell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Am Abend steigt das Spiel der Saison in München. Der amtierende Meister FC Bayern empfängt den Tabellenführer Borussia Dortmund. Der Sieger dieses Duells kann sich berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft machen. Das Titelduell ab 18.30 Uhr im Live-Ticker, das müssen Sie heute sehen. Volleyball, Entscheidungsspiel in Dresden, das entscheidende Spiel um den Einzug ins Volleyball-Halbfinale. Wer hat die besseren Nerven und sichert sich das letzte Ticket? Das Entscheidungsspiel der Volleyball-Playoffs Dresdner SC, Ladies in Black Aachen ab 16 Uhr live auf Sport 1 und im Livestream EA Sports FIFA Global Series der FUT Champions Cup April findet im Rahmen der EA Sports FIFA 19 Global Series statt, deren Höhepunkt der FIFA eWorld Cup ist, bei dem der neue FIFA-Weltmeister gekrönt wird. Esports Live ab 19.30 Uhr live im TV und im Livestream. Sauerland Box Gala in Wolfsburg. Sport 1 überträgt den Kampfabend aus Wolfsburg, UA. Mit Dennis Radovan gegen Ronny Mittag. Ab 22.45 Uhr steigt der Hauptkampf zwischen Patrick Wojcicki und Marcelo F. Cáceres aus Argentinien. Punkt. Boxen ab 21 Uhr live auf Sport 1 und im Livestream. Das Videoschmankerl des Tages in Bundesliga aktuell Spezial warnt Valerien Ismail Robert Kovac.